Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal FLFLO. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr so einen vibigen, ja schon ein bisschen fröhlichen Drillbeat bauen könnt in FL Studio. Viel Spaß! Einfach mal schauen, was wir für Sounds verbaut haben, dann fällt uns auf, ja, natürlich grundsätzlich erstmal ganz reguläre Drums. Ich mache mal kurz alle Filter hier an. Schon hier aber schon so ein kleiner Reverb, finde ich, passt hier ganz gut, der dem so ein bisschen mehr Räumlichkeit gibt. Einfach weil wir in diesem verträumten Sound, ja, wenn wir da so ein bisschen Hall raufpacken, klingt das auf jeden Fall schon ein bisschen räumlicher und passt einfach auch generell ein bisschen zu den anderen ja, Instrumenten. Wobei ich sagen muss, Hall grundsätzlich auf Drums nutze ich nicht immer, sondern das war jetzt mal, ich sag mal, ein Ausnahmefall. Weiter geht's dann hier mit unserer Melodie. Die Melodie ist dann schon ja, ein bisschen verträumter. Wir sehen schon, hier sind schon ein paar Effekte. Bevor ich darauf eingehe, erstmal hier schauen, was haben wir für einen Sound. Das ist hier ein Sound aus der Unlimited Pro One-Shot Collection, der heißt Lover. Und ich finde, der ist so ganz verträumt, hat schon so einen Höhenanteil drin, der sehr, sehr cool ist. Ich zeige euch mal kurz, was Effekte hier drauf liegen. Einmal der Vintage Chorus hier von FL Studio direkt. Klingt ohne diesen so. Und mit dem Chorus noch so ein bisschen verträumter. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Komprimierung. Nichts sonderlich Großes. Und was hier noch ein bisschen den Räumlichkeitseffekt ausmacht, ist dieser Studio-Verb hier. Da hören wir, klingt das noch so ein bisschen nach. Aber eben, das ist wirklich nur dieser Small Room, weil ich einfach hier nicht so einen wirklichen Hall wollte, weil der Hall nimmt dann so wieder ein bisschen den Druck raus. Dafür können wir aber ganz gezielten Hall einsetzen, zum Beispiel mit dieser Automation hier. Das wird sagen, immer nur an dieser einen Stelle kommt denn der Hall. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem Fall das Dream Preset genommen, was halt sehr, sehr verträumt ist und halt diesen Effekt hier macht. Hat so ein bisschen diesen sehr verträumten Effekt. Und der kommt halt immer nur hier punktuell rein, wenn wir gerade hier uns befinden. Genau, der spielt quasi immer die letzten Klänge, bevor dann wieder die Akkord Progression hier neu reinstartet, ab der Hälfte. Das heißt, das ist nochmal so ein ganz cooler Effekt, der noch zusätzlich dazu kommt. Wobei ich hier sagen muss, das habe ich hier gemacht, indem ich hier diesen ja, kleinen Mixregler automatisiert habe. Also einfach hier Create Automation Clip und dann fügt er sich ein, dann können wir das auch schon bearbeiten. Genau, ich finde, das klingt einfach nochmal ein bisschen besonderer. Außerdem liegt hier tatsächlich noch so ein kleiner Filter an einer gewissen Stelle auf. Ja. Einfach, der macht das noch so ein bisschen bedeckter an der einen Stelle. Und insgesamt, wenn ihr so diesen Vibe haben wollt, versucht ganz viel so natürliche Elemente reinzupacken. Das heißt, so ein bisschen einen Filter drauf, damit das nicht so ganz statisch klingt, sondern immer so ein bisschen in Bewegung der Song ist. Und das Element, was natürlich am meisten Bewegung mit sich bringt, ist natürlich auch die Melodie, aber eben auch insbesondere dieses, ja, diese Vocalaufnahme. Die Vocalaufnahme könnt ihr wirklich kinderleicht einfach selbst aufnehmen. Die klingt jetzt einzeln so. Ja, ist richtig einfach. Das heißt, was ist hier drauf? Vielleicht für euch am relevantesten hier der Vocal Bender. Ist ein Formenshifter, der macht eben diese Stimme hier so ein bisschen. Genau, könnt ihr so mitsteuern. Aber auch seit dem neuesten FL Studio Update ganz cool hier mit Stretch Pro einfach mal mit diesem Formenshifting-Regler rumspielen. Der macht genau den gleichen Effekt und das ist wirklich eine kostenlose Möglichkeit. Hab das hier von Waves gekauft, ach nicht das, sondern das hier, hab das hier von Waves gekauft, hat um die 30 Euro gekostet. Ich empfehle aber tatsächlich jetzt mittlerweile die FL Studio eigene Version, einfach weil es viel einfacher zugänglich ist. Einfach doppelklicken, dann über Formance Shifter oder über das neue Plugin, was FL Studio auch als Formance Shifter noch beiliefert. Ansonsten ein bisschen Komprimierung, ein Exciter, der so ein bisschen, ja, die Höhen, ja, so ein bisschen verzerrt, das kann man durchaus mal machen. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist der Chorus. Ich kann mal kurz diese Effekte hier runternehmen. Und mit diesen Effekten klingt das dann halt so. Halt noch so ein bisschen verträumter. Außerdem hier so ein Filter, ne? Also wenn wir mal das kurz hören hier. Mit dem Filter. Und natürlich unendlich viel Reverb
und Delay. Hier sogar habe ich jetzt mal einen ganz normalen Reverb genommen und Delay. Das ist auf jeden Fall, sind die wichtigen Sachen, ne? Also Delay macht das Ganze ganz, ganz räumlich und ihr seht, dieses Vocal ist wirklich ständig in Bewegung. Was aber noch ganz, ganz wichtig ist, um diesen Vibe zu erzielen, ist, dass wir das Verhältnis zwischen Melodie und Vocal uns einmal kurz genau anschauen, denn das muss ein bisschen abgestimmt sein. Ich zeige das mal kurz, vielleicht wenn ich mal die ganzen Automation-Clips hier anschalte. Dann hört ihr, die Melodie spielt. Na und dann spielt sie ja quasi nicht mehr und genau da, wo sie nicht mehr spielt, setzt das Vocal ein. Als Tipp durchaus mitgeben, dass ihr einfach mal, wenn ihr vor dem Mikrofon ein bisschen was einsummt oder was einsingt, dass ihr dann wirklich versucht, so verschiedene Rhythmen mit der Stimme zu machen. Also fangt an unterschiedlichen Stellen an, probiert mal so ein bisschen, welche Stelle funktioniert da sehr, sehr gut. Und in meinem Fall habe ich halt gemerkt, ich nutze halt immer diese Pausen hier. Ne? Wenn ich das mal kurz deaktiviere, hören wir halt, hier ist eine Pause. Und dann wieder hier. Ne? Das hören wir also immer diese Stellen hier und diese Stelle. Das sind so die Stellen, an der sich das natürlich anbietet, dort anfangen zu singen. Natürlich könnt ihr dann auch weiter singen, aber der Start könnte da sein, um eben so ein bisschen mehr Druck eben zu haben. Und das ist natürlich auch optimal mit dem Bass. Da schauen wir uns das mal hier an, fällt uns auch hier auf. Das Vocal startet nicht da, wo der Bass startet, sondern es setzt immer verzögert ein. Das müsst ihr nicht so machen, aber ich habe das in dem Fall gemacht, um genau diese Stimmung, die ich eben wollte, ja zu erzielen. Und ihr hört, hier setzt quasi nur das Vocal ein. Sehr, sehr cool. Außerdem hier noch hört ihr so einen Filter, der sich öffnet. Ne? Das ist hier mit dem, genau, hier mit dem, auf dem Master-EQ ist tatsächlich ein Filter drauf. Das gibt dem nochmal so einen zusätzlichen Druck einfach, wenn erst da die Höhen sozusagen einsetzen. Das heißt, am Anfang hier spielen eigentlich gar keine Höhen. Wenn ich mal hier durchgehe, ne, seht ihr schon, da spielen gar keine Höhen. Die Höhen setzen nämlich erst später ein. Hier noch ein kleiner Crash-Effekt. Ganz nett. Was noch ganz cool ist hier mit dem Vocal, dass das Vocal quasi so reinkommt und dann hier wirklich abrupt abschneidet. Falls ihr das noch härter haben wollt, ich habe auf dem Vocal einen Sidechain drauf, deswegen ist das bei mir recht egal, wann das rausgeht. Aber falls ihr den Effekt noch härter haben wollt, könnt ihr sogar bei dem Vocal noch, meinetwegen hier das Balance-Plugin draufpacken, Automation-Clip erstellen und dann könnt ihr hier sagen, dass das dann hier wirklich abrupt aufhören soll zu spielen. Das heißt, es spielt hier in dem Takt, kann gar kein Ton sein, weil wir das quasi stumm schalten. Und ihr könnt somit einzelne Elemente immer muten. Und das ist super wichtig, um eben Druck zu kriegen. Wenn ihr hier zum Beispiel das abschneidet, aber ihr habt hier noch einen Reverb drauf, dann klingt der Reverb ja noch weiterhin aus. Und dadurch vermatscht das dann so ein bisschen mit den anderen Elementen. Deswegen auch gerne den Reverb rausnehmen, um den Leuten schon mal so eine kleine Ankündigung zu geben, was gleich auf sie zukommt. Habe ich hier schon mal die Drums schon eigentlich vorher mal drin. Die spielen das nur an. Ne? Also das ist jetzt nicht der volle Drum Loop. Das sind alle Elemente außer die Kickdrum. Schauen wir mal auf den Master-Kanal, denn da ist eine Menge drauf. Ich deaktiviere mal kurz alle Effekte und aktiviere sie mal, sodass ihr quasi ja, seht, was sie mit dem Sound machen. Kann man auf jeden Fall super so gut machen. Ich habe noch ein bisschen mehr Verzerrung hinzugefügt. So, und zwar durch den Advanced Soft Clipper, den ihr kostenlos herunterladen könnt. Ich packe nochmal einen Link in die Videobeschreibung. Das ist letztendlich der Soft Clipper mal 2 und einfach mit einem Pre- und einem Post-Regler. Also super, super gutes Ding, aber auch mit einem Mix-Regler. Wer die Frucht noch aktivieren will für noch ein bisschen mehr Power, kann das auch gerne mal machen. Hören wir mal rein, wie das dann klingt. Ich persönlich wollte das jetzt nicht ganz so krass haben, ich wollte halt wirklich nur ein bisschen diesen Soft-Clipping-Effekt haben, von daher habe ich das hier einfach gemacht, auch nicht ganz hinzugemischt, ne, zum Teil halt eben nur, gibt dem aber einfach noch ein bisschen mehr diese Fülle. Ansonsten noch mit dem Wave-Shaper überhaupt gar kein Soft-Clipping betrieben, sondern Hard-Clipping, das wirklich ganz hart abtrennen, gibt dem auch nochmal zusätzlich ein bisschen mehr Druck und mit dem Limiter habe ich dann hier noch ein bisschen ja, die Lautstärke reguliert und angepasst. Also letztendlich nichts Kompliziertes und ihr merkt trotzdem, haben wir diesen Druck. Übrigens zusätzlich noch durch, was ich vorhin schon ein bisschen gesagt hatte, durch das Sidechaining. Das heißt, wir gucken uns mal die Kickdrum an und hören mal zusätzlich auf die Melodie. Ne?
hört, die geht am Anfang, wird die so ein bisschen leiser und geht so ein bisschen, geht ein bisschen zurück. Das können wir auch grafisch hier ganz gut sehen. Hier jedes Mal in weiß, wenn die Kickdrum spielt. Beziehungsweise das ist mehr die Reduktion des Signals, also wie viel, ja, wie stark wird das Signal leiser. Und hier sehen wir dann immer in blau die Kickdrum in dem Fall. Ne? Und das ist halt super praktisch, damit können wir quasi immer, grundsätzliche Sidechain-Regel natürlich, ein Signal leiser machen, wenn ein anderes laut ist. Das ist ganz cool und somit haben wir eben einfach ein bisschen mehr Kontrolle über das Signal, was gerade spielt. Und lassen auch mehr Raum. Das ist eben unser entscheidendes Kriterium. Genau. Das waren so die Tipps, die ich euch dazu geben konnte. Also, wie ihr einen so ein bisschen vibigen Beat machen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.